Es gibt Neues aus der Welt von Minecraft Zeitech. Ja, jetzt war ja ein paar Tage lang Ruhe. Es gab nicht mal einen Livestream dieses Wochenende. Das hat auch einen ganz einfachen Grund. Und zwar hat sich hier einiges geändert. Nicht so direkt an der Welt, sondern an den Vorgängen selbst. Was ich euch jetzt in diesem kurzen Infovideo einmal näher bringe, bevor es dann wahrscheinlich nächste Woche wieder hautnah weitergeht mit Minecraft Zeitech. Und zwar dadurch, dass sich der Galle so gut wie gar nicht um den Server gekümmert hat, haben jetzt die letzten Aktiven, das sind der Scancy, der Nicecrafter, der Lokis und der Moonplays, also der Simon, und meine Wenigkeit gesagt, ja komm, hier, das gefällt uns nicht, das geht gar nicht, weil es ist eine Sache, wenn der Server geschmiert läuft, aber wir hatten das zum Beispiel drüben, dass der Scancy aus Versehen einen von diesen Riesen-Rubber-Trees geplantet hat, weil er nicht wusste, was das Ding ist. Und die werden ja riesig groß. Hat er jetzt schon mit dem Harvester, hat er jetzt schon über 1,7 Millionen Blöcke Holz da abgefarmt von dem Baum. Und der ist immer noch nicht weg. Also der ist ziemlich groß und hat den Server halt auch immer wieder zum Abstürzen gebracht. Und da hat sich der Galle halt überhaupt nicht drum gekümmert. Und dann haben wir halt gesagt, weil es ist ja klar, er hat noch genug anderes zu tun. Und er hat ja auch noch ein paar andere Projekte am Laufen. Aber wenn er halt zu beschäftigt dafür ist, dann machen wir das einfach weiter. Und das ist jetzt der Fall. Der Server läuft jetzt bei Nicecrafter auf dem seinen eigenen Hut-Server. Der ist also jetzt im Prinzip der neue Admin. Und wir sind noch zu fünf drin. Wir werden jetzt auch nicht mehr das Zwei-Städte-Prinzip verfolgen, sondern wir werden alles zu einer Stadt zusammenlegen. Und um das mal so ein bisschen zu zeigen, was jetzt so kommt, gehen wir erstmal vom Dach runter. Ich habe das Jetpack gerade an. Whee! Wollte ich einmal nochmal gucken, irgendwie konnte man hier den Modus umschalten, ich weiß aber nicht mehr wie. Muss ich nochmal fragen, das wusste der Lokis. Ne, hier hat schon der, na, da kommt jetzt natürlich gerade ein Zombie. Da hat jetzt schon so ein bisschen der Scancy, hat das schon so ein bisschen rumgespielt. Und zwar haben wir jetzt vor, die Stadt halt gemeinsam zu bauen. Also die beiden kommen hier rüber, wir benutzen das Gebiet von Stadt Blau. Und er hat hier schon mal so ein bisschen mit beleuchteten Straßen und sowas rum experimentiert. Denn wir wollen die ganze Stadt sehr futuristisch und sehr technisch halten. Sprich, also zum Beispiel einer der Vorschläge war gewesen, das ein bisschen an dem Venus-Projekt auszurichten, wer es kennt. Das Ganze ist ein Stadtdesign-Projekt, bei dem es darum geht, Städte möglichst nachhaltig und naturnah aufzubauen, die dann auch von einem zentralen System gesteuert werden. Und sowas ähnliches wollen wir im Prinzip auch bauen. Und da hat, ich denke mal, das kommt vom Scancy. Ich bin jetzt auch das erste Mal seit dem Serverwechsel hier wirklich drauf. Da hinten hat nämlich eine Query schon losgelegt und da ordentlich was an Terraforming gemacht. Und das wird noch eine ganze Menge mehr Terraforming brauchen, bis wir das gemacht haben, was wir machen wollen. Auf jeden Fall, da vorne ist schon ein bisschen was weggeflackt worden. Auf jeden Fall wird es in der Mitte ein Kontrollzentrum geben, wo wir die Energie verwalten, wo wir die Energie aufnehmen. Dann kommen drumherum einige Gebäude mit Lagersystemen und allem drum und dran und überall Verwaltungsstellen. Und es ist eine ganze Menge geplant. Ich guck mal hier. Ja, hier ist eine Query. Die läuft auch, glaube ich, noch. Gucken wir mal, was ist. Ach du heilige Scheiße, was hat denn der hier schon alles gemacht? Der hat ja schon richtig losgelegt hier. Und das auch alles gleich in Cobble verwandelt. Hier schon direkt mit Chunkloader und... Ach du heilige Scheiße. Wow! Die Spinne hat mich jetzt so ein bisschen überrascht. Ich habe jetzt auch gerade so gut wie keine Rüstung an, deswegen fliege ich mal wieder hier weg, weil hier sind mir definitiv zu viele Monster in der Nacht. Ja, also auf jeden Fall, dieses Projekt wird es dann geben. Das, wie wir das genau gestalten, das wird sich natürlich alles noch in Zukunft zeigen. Da wollen wir auch viel improvisieren, wollen natürlich nicht alles nach Plan bauen. Auf jeden Fall wird zeitlich dadurch weitergehen. Wir werden das zu fünft ist das Projekt angehen. Werden allerdings, es fehlt momentan noch eine Meinung dazu, weil wir wollen jetzt alles im Konsens beschließen. Zumindest alles Wichtige. Es kann sein, dass noch wieder neue Leute reinrücken können in das Projekt. Also die Leute, die an Minecraft zeitlich interessiert waren, können sich schon mal das so ein bisschen merken, dass wir eventuell wieder Leute mit reinnehmen. Ob das zustande kommt, wird sich jetzt die nächsten Tage zeigen und wird dann zumindest bei mir auf dem Kanal auch nochmal in einem eigenen Video dementsprechend berichtet. Und da wird dann auch nochmal was zu den Kriterien geschrieben, wie er reinkommt. Das ist natürlich besonders für die interessant, die schon während des Streams und
während des Let's Plays mal öfter angefragt haben, hey, hier kann ich nicht auf den Server, kann ich nicht mitmachen und so weiter. Ist prinzipiell jetzt nicht mehr in unabsehbarer Ferne. Also, wer Bock hat, kann mir schon mal schreiben, dann habe ich ihn schon mal im Hinterkopf und dann muss er später sich nur noch mal richtig melden, sobald wir das beschlossen haben. Hier geht es auf jeden Fall dann nächste Woche weiter mit Minecraft Zeitech, ganz normal. Vielleicht nennen wir es um in Zeitech Reloaded oder so ein Kram, aber es wird überwiegend Zeitech bleiben. Nur halt jetzt auch offiziell nur noch mit den Membern, die jetzt auch zuletzt nur noch aktiv waren, die ihr ja auch alle schon aus den Aufnahmen kennt. Und ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr kurz reingeschaut habt und wir sehen uns dann das nächste Mal bei Minecraft Zeitech. Bis dahin, tschüss!